Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Nenner eines Bruches rational machen kannst. Dazu habe ich hier drei entsprechende Beispiele, die ich gleich mal vorrechnen werde und genau erklären werde. Ja, also hier sind in diesen drei Beispielen siehst du, dass unten im Nenner jeweils Wurzelterme vorkommen, die also ja, irrationale Zahlen sind. Und die Aufgabe beim Rationalmachen des Nenners ist es halt, diese Wurzeln da herauszubekommen. Was man sich dabei überlegt, also der Trick an der Sache sozusagen, zum Beispiel bei dieser Wurzel 7, die da unten ist, man weiß halt, Wurzel 7 mal Wurzel 7, ja, ist gleich Wurzel 7 mal 7. Das kann ich dann also unter eine Wurzel schreiben. Das ist dann gleich Wurzel 7 Quadrat. Ja, 7 mal 7 ist ja 7 hoch 2. Ja, 7 hoch 2 und daraus die Wurzel. Das hebt sich gegeneinander auf. Dann hast du da also die 7 stehen. Also diese Umformung hier, dieser Term hier führt auf eine rationale Zahl. Und das macht man sich hier zunutze. Hier geht es ja um Bruchrechnung und beim Bruchrechnen darfst du ja erweitern. Erweitern heißt Zähler und Nenner mit derselben Zahl mal nehmen. Und in diesem Fall hier, wenn ich da unten jetzt also die Wurzel 7 stehen habe, dann würde ich in dem Fall dann mit Wurzel 7 erweitern. Also ich erweitere mit dem, was da unten im Nenner steht, beziehungsweise halt mit dem irrationalen Anteil, also mit diesem Wurzelteil. Was passiert dann? Hier unten habe ich dann also stehen dieses Wurzel 7 mal Wurzel 7. Das habe ich ja gerade schon hier gezeigt. Wurzel 7 mal Wurzel 7, das ergibt 7. Und da oben muss ich dann halt einfach rechnen, 5 mal Wurzel 7. Und das kann ich dann einfach so hinschreiben. Ja, 5 Wurzel 7. Und schon habe ich den Nenner hier rational gemacht. Das kannst du so stehen lassen. Du könntest es auch so dann noch schreiben. 5 Siebtel Wurzel 7. Ja, das Malzeichen kannst du auch weglassen. So ist das Gleiche. Ja, 5 Siebtel Wurzel 7. Okay, schauen wir uns direkt das nächste Beispiel an. 28 durch Wurzel 2. Da muss ich also dann dementsprechend mit Wurzel 2 erweitern. Ja, also Zähler und Nenner mit Wurzel 2 mal nehmen. Dann erhalte ich da oben 28 Wurzel 2 und da unten Wurzel 2 mal Wurzel 2, das ist 2. Ja, bei den Aufgaben, die dir so im Mathebuch begegnen, ist es relativ häufig so, dass man dann anschließend noch kürzen kann. So wie jetzt hier auch in diesem Beispiel. Dann kannst du in dem Fall hier nämlich die 28 noch mit der 2 kürzen, dann hast du hier eine 14 und da die 1. Also ist das 14 mal Wurzel 2 geteilt durch 1. Geteilt durch 1 kannst du weglassen. Also 14 Wurzel 2. Und das letzte Beispiel noch. Wenn du sowas stehen hast, dann würdest du in dem Fall mit Wurzel 3 erweitern. Da unten hast du dann stehen 5 mal Wurzel 3 mal Wurzel 3. Und dieses Wurzel 3 mal Wurzel 3, das ist dann halt 3. Und die 5 bleibt dann davor stehen. Könnte man natürlich dann ausrechnen. 5 mal 3 ist 15. Machen wir dann vielleicht im zweiten Schritt. Also da unten steht dann 5 mal 3 und da oben 18 mal Wurzel 3. Aber wie gerade kann ich da jetzt auch kürzen. Die 18 mit der 3. Dann habe ich hier eine 1 stehen und da oben eine 6. Dann habe ich da stehen 6 Wurzel 3 durch 5. Kann ich eigentlich so stehen lassen. Oder halt 6 Fünftel Wurzel 3. Oder wenn es dann noch sein muss,
ein Ganzes und ein Fünftel Wurzel 3. Ja? Okay, mehr gibt es da schon nicht zu sagen. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lass mir gerne einen Kommentar da, falls du auch noch eine Frage hast. Like mein Video, schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!